Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge der Mobilität, die elektrisiert. Und heute geht es um einen riesengroßen Vergleich. Und um welchen Vergleich es geht, das erzähle ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran. Heute geht es um einen riesengroßen Vergleich. Und zwar vergleichen wir heute mal den Kia Soul EV, den Kia e-Niro und den Hyundai Kona Electric. Bei dem Vergleich geht es darum, dass ich neulich mal so den Kommentar gehört habe, von wegen der Kia e-Niro sei der kleine Bruder des Hyundai Kona. Dem ist natürlich nicht so. Weil karosserietechnisch gesehen ist der e-Niro größer als der Kona und von daher kann es nicht der kleine Bruder sein. Motorisierung und Akkugröße haben sie beide gleich, weil sie basieren, wie genauso auch der neue, also am nächstes Jahr auf den Markt kommende Kia Soul EV, auf der gleichen Bodenplatte und den gleichen Antriebspaketen, die es da gibt. Also von daher gibt es da schon mal keine Unterschiede. Heute kam dann nochmal ein Kommentar auf eins meiner letzten Videos zum Kia Soul EV. Das werde ich hier unten mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Da hieß es von wegen, der Kia Soul EV soll ja nur mit der 39 Kilowattstunden Batterie kommen. Den wird wohl nicht so sein. Also so wie ich das verstanden habe von Kia, beziehungsweise wie man es ja auch auf den R-König-Bildern sehen konnte, die man im Internet sehen kann, handelt es sich da um ein Fahrzeug mit 64 Kilowattstunden Akku und nicht mit 39 Kilowattstunden. Und so wie es bisher immer geäußert wurde von Kia bzw. von Seiten der Elektromobilität, soll das Fahrzeug halt ja im Endeffekt das Schwestermodell zum Hyundai Kona werden. Also sprich, es muss ja dann auch beide Akkupakete bekommen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich den Kia Soul EV genauso ausstatte von den Ausstattungsmerkmalen mit den ganzen Fahrassistenzsystemen und was es nicht noch alles gibt, dann sollte ich halt nicht nur den kleinen Akku verbauen, sondern auch den großen. Also von daher, das glaube ich eher nicht. Also alle Zeichen gehen dahin, dass der neue Kia Soul EV auch mit beiden Akkupaketen und Motorvarianten geliefert wird. Ja, was ich jetzt hier noch vorweg einmal ganz kurz erwähnen möchte, der Kia e-Niro, der ist jetzt schon in Österreich eingepreist worden. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Da habe ich die Preisliste und da habe ich so einen kleinen Vergleich gemacht, in welcher Ausstattung was drinsteckt oder was auch nicht, wie auch immer. Da habe ich jetzt ein paar Bilderchens gemacht. Dann habe ich mal die Preise verglichen zwischen den Hyundai Kona Electric in der österreichischen Variante und in der deutschen Variante. Da sollte man nicht immer auf den Preis gucken, ist mir aufgefallen, weil bei dem einen ist was serienmäßig drin, bei dem anderen kostet es dann wieder extra und die Zusatzausstattungen sind durchaus immer unterschiedlich von den Preisen. Also da muss man mal so ein bisschen nochmal hingucken. Ja, das gleiche habe ich nochmal verglichen mit dem Kia Soul EV, mit dem aktuellen allerdings, weil die neuen gibt es ja noch nicht. Doch anfangen möchte ich jetzt ganz einfach mal, ich raschle hier gerade so ein bisschen rum, Entschuldigung, anfangen möchte ich mal mit dem Vergleich von den technischen Daten, sprich Abmessung, Gewicht und den Leistungsdaten im Vergleich des Kia Soul, Kia e-Niro und des Hyundai Kona. Und hier habe ich ganz einfach mal versucht, einen Vergleich auch gleich mitzumachen mit den kommenden Kia Soul EV mit den 39,2 und 64 Kilowattstunden Akku. Und bin da so ein bisschen in den Vergleich gegangen von den Abmessungen. Zum einen, was für Abmessungen der alte, der aktuelle Kia Soul EV hat. Weil da habe ich schon mal mitgekriegt, dass die Abmessungen ungefähr gleich sein müssen. Weil die Karosserie scheint gleich zu sein, bis auf vordere und hintere Anbauteile. Und halt von der Seite her das Heckfenster, das ist ein bisschen anders. Aber ansonsten sieht er genauso aus wie das alte Modell. Ja, und dann fangen wir doch ganz einfach mal an. Ich blende euch da jetzt immer mal so Abschnitte von den Tabellen mit ein. Wenn wir einfach mal die Abmessung nehmen,
von den drei Fahrzeugen, also vom Kia Soul, Kia e-Niro und Hyundai Kona, dann sehen wir auch schon mal, dass der Kia e-Niro halt wirklich das größere Modell von den drei Modellvarianten ist oder von den drei Karosserieformen. Wenn wir jetzt mal die Länge nehmen, ich habe beim Kia Soul, wie gesagt, habe ich die alten Außenmaße beibehalten. Das Einzige, was sich da verändert hat, ist der Radstand. Den habe ich jetzt einfach nur mal so schätzweise an den Kona angeglichen, weil wie gesagt, die Fahrzeuge sollen ja die gleiche Bodengruppe verwenden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt das Maß um die 3 cm in der Spurweite oder im Radstand vielmehr ja, beibehalten haben. Wenn wir jetzt mal die Länge nehmen, da haben wir den Kia Soul EV mit 4,14 Meter, den e-Niro mit 4,37 Meter und den Hyundai Kona mit 4,18 Meter. Also wir sehen schon mal, dass der Kia e-Niro doch einiges länger ist. Das sind also so rund gerechnet, sage ich mal, 20 cm, die er länger ist. Und die kommen ihm vor allem im hinteren Fußraum und im Kofferraum zugute. Ja, wenn wir jetzt nochmal die Breite nehmen, dann nehmen die sich eigentlich fast gar nichts bis auf 5 mm beim Kia e-Niro, die ja breiter ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die nur die Karosserie genommen haben oder ob die Spiegel mit drin sind. Das weiß ich jetzt leider nicht. Das sieht man auf den Abbildungen immer schlecht und die sagen es auch nicht an. Aber ich gehe davon aus, dass nur die Karosserie gemeint ist. Da kann es halt sein, dass das Blech ein weniger oder ein bisschen schwungvoller ist beim Kia e-Niro wie bei den anderen beiden Varianten. Ja, Radstand habe ich schon erwähnt. Der alte Soul hat einen Radstand von 2570 mm und der neue wird, schätze ich mal, wie der Kia Hyundai Kona vielmehr auch 2600 mm Radstand haben, also 2,60 Meter. Und der Kia e-Niro hat 2,70 Meter, also 10 cm mehr Radstand. Wohlgemerkt erst 20 cm länger. Das heißt, 10 cm gehen nochmal am Heck etwas weiter, wo halt der Kofferraum größer ist als beim Kona. So gehen wir in die nächste Tabelle. Da haben wir dann die Gewichte, und zwar Leergewicht. Da habe ich jetzt leider nur vom aktuellen Kia Soul EV und vom Hyundai Kona Electric die Daten. Und da haben wir beim Kia Soul EV ein Leergewicht von 1534 Kilo, wobei da müsste es eigentlich auch noch eine zweite Messung geben, weil die gibt es ja auch in unterschiedlichen Ausstattungen. Da habe ich jetzt aber leider nur diese eine gefunden. Und beim Hyundai Kona ist halt der Unterschied zum einen Ausstattung und zum anderen halt Antriebskomponenten, also sprich, wie groß ist der Akku, der da drin ist. Und da haben wir halt beim 39,2 Kilowattstunden Akku oder Version ein Gewicht von 1610 bis 1688 Kilo, also je nachdem, welches Ausstattungspaket ich dazu nehme. Und beim 64 Kilowattstunden Akku haben wir ein Gewicht von 1760 bis 1818 Kilo. Das ist schon eine richtige Wuchtbrumme, so ein kleines Auto. Also kann man von ausgehen, dass der Kia e-Niro schon so ungefähr bei voller Ausstattung und vollen, also großen Akku, ungefähr so 1900 Kilo wiegen wird, vielleicht 1950 so in dem Dreh, schätze ich mal. Die Zuladung ist beim Kia Soul EV beim aktuellen Modell 426 Kilo und beim Hyundai Kona je nach Ausstattung, also je höher, desto weniger, zwischen 352 und 410 Kilo. Da ist es übrigens egal bei der Zulassung, was für ein Akku drin ist, die Zuladung vielmehr, was für ein Akku drin ist, sondern da geht es halt wirklich um das Gesamtgewicht, was hinten rauskommt. Und der kleine, also der 39,2 Kilowattstunden Hyundai Kona, hat ein Gesamtgewicht von 2020 Kilo und der Hyundai Kona mit der 64 Kilowattstunden Batterie hat 2170 Kilo. Das muss man sich mal reinziehen, wie schwer diese Autos doch sind. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Leistungen und da fangen wir mal mit den Verbrauchswerten an. Die liegen beim aktuellen Kia Soul EV im Schnitt bei 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Zukunft wird ungefähr was so um 13, vielleicht 13,5 Kilowattstunden bringen. Ich habe hier nur mal so vermutete Schätzwerte reingeschrieben, was man halt aus den momentan vorliegenden Bildern so errechnen konnte, was aber durchaus nichts heißen muss. Also das ist also wirklich momentan eine Schätzung. So, der Kia e-Niro hat einen Verbrauch von 14,2 bzw. 14,9 Kilowattstunden. Und
Der Hyundai Kona von 13,9 bzw. 14,3 Kilowattstunden. So, die Reichweite ist noch interessant, gerade jetzt beim Kia Soul EV. Die ist momentan im Schnitt bei 210 Kilometer. Das ist halt realistisch. Also die kann man wirklich schaffen. Es sind auch schon einige drüber gefahren. Er ist ja angegeben mit 250 Kilometer. Das ist allerdings noch nach diesem alten NEFZ-Reichweiten-Test. Und die 210 sind ein realistischer Wert bei, sage ich mal, normaler Fahrweise und ja, passendem Wetter, sage ich mal. Also da ist denn kein Sturm dabei, kein Hagel, kein Regen, kein Wind. Da hat man dann halt optimales, ich sag mal, Sommerwetter. So, beim Kia Soul EV, da wird jetzt mal geschätzt bei der 39,2 Kilowattstunden Variante, dass er ungefähr so realistisch bei 280 Stunden, Quatsch, Kilometer liegt. Ich verwechsel es immer, Entschuldigung, also 280 Kilometer Reichweite. Und bei den R-König konnte man ablesen, dass er ja, hochgerechnet auf 475 Kilometer Reichweite kommt. Ja, beim Kia e-Niro haben wir gerade nur die Daten von der 64 Kilowattstunden Variante und die liegen bei 465 Kilometer und Stadtverkehr haben sie angegeben mit 600 und ich glaube 615 Kilometer waren das. Das fand ich schon interessant, alleine im Stadtverkehr. Beim Hyundai Kona haben wir momentan noch die Werte zwischen 312 und 482 Kilometer, je nachdem, was für ein Akkupaket drin ist. Ja, wenn wir nochmal die Akkukapazität sehen, die kennen wir alle. Das sind halt beim aktuellen Kia Soul 30 Kilowattstunden und dann halt bei den anderen Varianten, bei den neuen Kia Soul und bei den Kia e-Niro und bei den Hyundai Kona sind es halt immer die 39,2 und 64 Kilowattstunden Akkus, die ja verbaut sind. Wie wohlgemerkt, es ist halt immer dieselbe Bodengruppe, die halt in der Länge nur angepasst wird und im Radstand. Und dementsprechend ist es halt das, was zwischen den Rädern sitzt, sozusagen ist immer das Gleiche. Und der entsprechende Antrieb halt auch, also der Motor. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu den Ladeeinrichtungen, also die Steckervarianten, die da verbaut sind. Da haben wir beim aktuellen Kia Soul ist ja leider der Typ 1 und CHAdeMO verbaut. Das ist aber halt damals so der Standard gewesen. Beim Nissan Leaf 1 haben wir das ja auch oder beim Nissan ENV 200, da ist ja auch Typ 1 und CHAdeMO verbaut. Wenn wir den neuen Kia Soul nehmen, auf den R-König-Bildern ist zu erkennen, dass er vorne wie beim Kia e-Niro und beim Hyundai Kona auch eine kleinere Klappe hat. Ja, die neuen Varianten haben dann halt genauso wie der Kia e-Niro und der Hyundai Kona Electric halt Typ 2 und CCS. Ja, was sind für Lader verbaut? AC haben wir beim aktuellen Kia Soul EV einen 6,6 Kilowatt Lader verbaut. Und dann habe ich leider nur die Daten vom Hyundai Kona. Da ist es ein 4,6 Kilowatt Lader. Jetzt kommen wir zum DC-Lader. Da können Sie alle durch die Bank weg mittlerweile 100 Kilowatt laden. Ja, dann gehen wir nochmal auf die Geschwindigkeit. Top Speed ist beim aktuellen Kia Soul 145. Bei der neuen Variante wissen wir es halt noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Und beim Hyundai Kona, der ist mit 155 und 167 Stundenkilometer angegeben. Ja, die maximale Leistung beim aktuellen Kia Soul EV ist 111 PS. Das sind 81,4 Kilowattstunden. Quatsch, Kilowatt. Ich verwechsel das immer noch. Entschuldigung. Also 81,4 Kilowatt und bei den aktuellen Varianten bzw. bei den neuen Varianten gibt es dann halt den 100 Kilowatt Motor mit 136 PS oder den 150 Kilowatt Motor mit 204 PS. Jeweils halt immer große Akku mit großem Motor und kleiner Akku mit kleinem Motor. Also der Motor wird wahrscheinlich derselbe sein oder der gleiche sein. Nur dass er halt ein anderes Management kriegt und dementsprechend programmiert wird. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zum Drehmoment, dann bin ich auch mit dieser Tabelle hier fertig. Da haben wir ein Drehmoment beim Kia Soul EV von der aktuellen Variante von 285 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wenn wir dann aber die neuen Motoren sehen, die haben durch die Bank weg, egal welche Leistung, 395 Newtonmeter Drehmoment. Ja, das war jetzt mal die erste Tabelle mit den Leistungsdaten und jetzt kommen wir zu dem nächsten und da mache ich eine kurze kleine Pause. Denn dann haben wir die
Einpreisung des Kirin Niro in Österreich. Und jetzt kommen wir halt zu der Vorabpreisinformation vom 7.11.2018, die halt ja mittlerweile schon ein paar Tage alt ist. Und da ist dann halt schon mal das Interessante, dass es den Kia Niro in Österreich zumindest, ich weiß nicht, wie er nach Deutschland kommt, ich habe diese Ausstattungsbezeichnung noch nicht gesehen vorher. Den gibt es halt in Österreich in 4 Ausstattungsvarianten und ich blende euch das jetzt hier mal ein. Da haben wir halt, die unterste Variante ist Titan, dann kommt Silber, Gold und Platin. Wobei Platin halt, sage ich mal, vergleichbar mit dem Hyundai Kona Premium wäre. Und dementsprechend, ich weiß, dass es beim Hyundai Kona Verbrenner gibt es, glaube ich, auch 4 Varianten und nicht 3 Varianten. So, dann kommen wir einfach mal zu den Preisen. Hier geht es halt auch wieder darum, zum einen Ausstattungspaket bzw. auch Motorisierung. Und hier fällt uns sofort etwas auf, denn den e-Niro gibt es in Österreich zumindest bis jetzt. Das ist halt die erste Preisliste, die ich jetzt hier vor mir habe. In allen Ausstattungsvarianten mit beiden Akkumotorkombinationen. Was es ja beim Hyundai Kona Electric bisher nicht gab. Und da haben wir jetzt halt... in der Titan-Variante kostet die 100 Kilowatt-Variante 36.690 Euro und die 150 Kilowatt-Variante 41.090 Euro. Ja, hoch geht das Ganze, denn wenn wir jetzt mal beim kleinen bei der Kleinausstattung bleiben mit dem 100 Kilowatt-Motor, dann haben wir halt den Titan, wie gesagt, bei 36.690 und beim Platin, also der Top-Ausstattung, bei 42.890 Euro. Das sind so Pi mal Daumen nach Adam Riesen 6.200 Euro Differenz, die dazwischen liegen. Dazwischen liegen dann aber halt auch noch die Silber- und die Goldausstattung. Ich will jetzt hier nicht unbedingt gleich alles vorlesen. Ihr könnt das so ein bisschen mitlesen, dann geht das hier auch ein bisschen schneller. Was gibt es noch an Ausstattungsvarianten? Das geht jetzt eigentlich, oder vielmehr an Zusatzausstattung, jetzt mal von den händlerspezifischen Zusatzausstattungen, wie was wird es da geben, vielleicht Einstiegsleistenschoner oder Laderaumkantenschutz oder sonst irgendwas. Das wird halt vom Händler noch mit angeboten und verbaut. Das sind jetzt hier so die Geschichten, die ab Werk mit verbaut werden. Und da haben wir jetzt erstmal die Farben. Es gibt eine Solid, eine Metallic und eine Pearl-Lackierung. Das ist mir schon öfter aufgefallen bei Neuwagen. Man kriegt bei vielen Herstellern oder bei vielen Modellen keine Farbe mehr für umsonst. Also wie es jetzt beim Hyundai Kona, ich glaube Galactic Grey war das, wenn ich mich nicht ganz irre. Die ist ja serienmäßig drauf, die kostet keinen Aufpreis. So muss man hier jetzt bei dem e-Niro für jede Farbe Geld bezahlen. Das verstehe ich nicht ganz. Ich hätte ja zumindest die Solid-Lackierung vielleicht im Preis mit integriert und hätte dann halt nur Metallic und Pearl noch einen Aufpreis genommen. Aber gut, das ist deren Preispolitik und sollen sie machen. Wer weiß, wie das Ding bei uns hier in Deutschland auf den Markt kommt. Da bin ich sehr gespannt. Jedenfalls haben wir die Solid-Lackierung. Die kostet 150 Euro, Metallic 600 und Pearl 700 Euro Aufpreis. Jetzt gibt es noch ein Extra, was ab Werk eingebaut wird. Das ist das Glasschiebedach, das kostet 500 Euro, ist aber nur bei Gold und bei Platin lieferbar. Die Preisliste ist auch ein wenig konfus. Ich musste erstmal gucken, wie ist dieses Schiebedach jetzt immer serienmäßig drin. Dann taugt oder nützt mir diese Ausstattung nichts, wenn ich kein Schiebedach mag. Aber nein, es ist ein bisschen missverständlich. Also Schiebedach ist halt aufpreispflichtig und kostet dann 500 Euro extra.
Ja, gehen wir weiter zu den nächsten Ausstattungsvarianten. Da habe ich ganz einfach mal so ein bisschen gegenübergestellt, welche Variante was denn serienmäßig drin hat, um dann halt auch mal den Preis dementsprechend zu rechtfertigen. Und hier haben wir halt die Sicherheitsausstattung, haben wir jetzt als erstes mal, da haben wir den Spurfolgeassistenten und den Spurhalteassistenten. Ich dachte eigentlich, dass das immer ein und dasselbe ist, aber nein, hier gibt es zwar verschiedene. Diese beiden Assistenten sind bei allen vier Varianten serienmäßig. Nur bei Gold und Platin lieferbar sind dann halt der Querverkehrswarner und der Totwinkelwarner. Also hier nehmen sich dann halt Gold und Platin in dem Moment mal nichts. So, bei Öko und Dynamik habe ich es mal genannt, ist die Anzeige der Ladestation mit gemeint und Anzeige des Aktionsradius sowie die Drive-Modi. Also soll halt heißen, in der kleinen Variante habt ihr halt das Navi mit den Ladesäulen nicht drin, sondern erst ab der Silberausstattung Gold und Platin haben dann halt diese drei Varianten auch mit drin. Ja, Komfortausstattung, da gibt es jetzt erhebliche Unterschiede. Und zwar haben Titan und Silber haben nur einen elektrischen oder haben elektrische Fensterheber, aber nur auf der Fahrerseite mit Auto-Down-Funktion, also runter, nicht wieder automatisch rauf. Ja, Silber, Gold und Platin haben dann die nächsten drei Kombinationen serienmäßig. Das ist ein automatisch abblendender Innenrückspiegel, Lenkradheizung und der Regensensor. Jetzt hat die Silbervariante serienmäßig noch die Parksensoren hinten, also die zum Rückwärts-Einparken noch hilfreich sind. Und die Gold- und Platin-Variante haben serienmäßig elektrische Fensterheber mit Auto- und Down-Funktion auf den vorderen, bin ich der Meinung, Fenstern und Parksensoren vorne sowie hinten. Das ist ja bei manchen Autos vorne auch schon mal von Vorteil, wenn man vorne auch noch diese Pieper dran hat, weil so unübersichtlich wie manche Autos sind, ne, da sollte man sowas schon dran haben. Kommen wir zum Multimeter, ich habe schon erwähnt. Da haben wir einfach in der Titan-Variante nur ein Multimedia-Display, aber kein Navigationsgerät. Das ist erst drin ab der Silber-Variante und dann halt in 7 Zoll. Wenn ihr das Display mit der Navigation eine Nummer größer haben wollt in 8 Zoll, dann wäre das die Gold- und Platin-Variante. Das JBL-Soundsystem wäre auch bei Gold und Platin drin, genauso wie das kabellose Smartphone-Laden. Kennen wir mit dieser Ladeschale vorne, irgendwo in der Mittelkonsole. Ja, gehen wir weiter mit der Innenausstattung. Da haben wir ein Gepäcknetz, das ist erst ab Silber liefer- oder serienmäßig. Ein 220-Volt-Anschluss in der zweiten Reihe erst ab Gold und die ambiente Beleuchtung ebenfalls ab Gold. Ja, die Taschen hinter dem Fahrersitz le oder hinter der Fahrersitzlehne, ich bin sogar der Meinung, dass sie dann auf beiden Seiten sind. Gibt es nur in Platin genauso wie die Alu-Pedalabdeckung, also nicht nur, dass ein Gummi auf dem Pedal drauf ist, sondern das ist ein Alu, wo ein Gummi sozusagen durchgedrückt wurde von hinten, dass man halt immer noch so ein bisschen Grip hat. Die gibt es halt nur bei Platin und die Türeinstiegsleisten in Alu-Optik wohlgemerkt. Die werden wahrscheinlich aus Kunststoff sein, aber halt mit einer Alu-Optik-Beschichtung. Die Sitze. So, da haben wir eigentlich in der Titan-Variante, gehen wir relativ nackt aus. Das geht erst in der Silber-Variante los mit Sitzheizung vorne und Sitzheizung in der zweiten Reihe. Und die belüfteten Sitze, Echtledersitze, E-Fahrersitz mit Memo und Lendenwirbelstütze gibt es nur in der Platin-Variante. Also da ist denn, sage ich mal, so ein bisschen der Komfort ist dann halt ja, der Platin-Variante vorbehalten. So, die Außenausstattung. Da kommen wir jetzt nochmal dazu. Da haben wir in Titan und Silber die Halogen-Projektionsscheinwerfer und die Türgriffe in Wagenfarbe. So, ab Silber gibt es die Dachreling und dann kommen verdunkelte Scheiben hinten, also ab der B-Säule sozusagen. Die sind für Gold und Platin vorbehalten. Ein Glasschiebedach habe ich schon erwähnt, das kostet halt 500 € Aufpreis für Gold und Platin. Türgriffe mit Chromapplikationen und Voll-LED-Scheinwerfer sind auch erst ab Gold erhältlich. Dann kommen wir zur Sonderausstattung. Die hatte ich ja eigentlich schon mal so ein bisschen erwähnt. Da gibt es halt diese sogenannten Innenausstattung.
Konzepte, also Innenraumkonzepte, gibt es halt dunkelgrau, hellgraue Ziernähte oder aber schwarz mit hellgrauen Ziernähten oder schwarz mit blauen Ziernähten. Die sind überall bei allen Ausstattungsvarianten wählbar. Ja, die Lackierung hatte ich schon erwähnt und das Glasschiebedach hatte ich auch schon erwähnt. Ich habe es hier nur noch mal mit reingebracht. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein zu dem Kia e-Niro mit der Einpreisung in Österreich. Und weiter geht es noch mit dem Kia Soul EV im Vergleich zwischen, nein, das stimmt gar nicht, nicht Kia Soul EV, sondern jetzt habe ich mich vertan. Weiter geht es mit dem Vergleich, Preisvergleich zwischen dem Hyundai Kona Electric auf dem österreichischen Markt und dem deutschen Markt. Also bis gleich. Hallo, und da bin ich schon wieder zum nächsten Teil, nämlich den Vergleich des Hyundai Kona Electric in der österreichischen und deutschen Variante. Jetzt könnte man sagen, in Österreich geht schnell, da gibt es nur eine, aber wir haben ja in Deutschland drei Varianten. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wem das so in etwa gleichkommt, was in Österreich angeboten wird. Blende ich immer wieder die Tabelle ein, da haben wir halt die Ausstattungsvariante. In Österreich gibt es nur Level 5. In Deutschland haben wir Trend, Style und Premium. In Österreich die Level 5-Variante ist nur erhältlich mit den 150 Kilowatt starken Motor mit 64 Kilowattstunden großen Akku. Jetzt habe ich es richtig rumgesagt. So, der kostet da nämlich 45.790 Euro. Wohlgemerkt, das sind jetzt alles nur Listenpreise. Was es da noch für irgendwelche Abzüge gibt oder sowas, das ist länderspezifisch und da halte ich mich jetzt auch raus. Ich möchte ganz einfach nur mal aufzeigen, was es hier für Unterschiede gibt. Wo sollte man sich denn vielleicht ein Auto kaufen oder wo könnte man noch zuschlagen, wenn er da und dort nicht lieferbar ist? Das ist halt mal so der Gedanke, den ich dahinter habe. So, kommen wir nach Deutschland, da haben wir die Trendvariante. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der großen Motorisierung mit dem großen Akku. Das fängt halt an bei 39.000 Euro in der Trend-Variante, Style mit 42.500 und die Premium-Variante mit 45.600 Euro. Ja, jetzt wissen wir schon mal so aus Hörensagen, dass Level 5 und Premium in etwa gleich ausgestattet sind. Also, dass sie eigentlich so das gleiche Level haben. So, jetzt geht es weiter mit den Farben. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, Galaxy Grey oder Galactic Grey, je nachdem, wie es ausgesprochen oder genannt wird. Es gibt, glaube ich, die zwei Varianten, wie es beschrieben wird, je nachdem, ob ihr im englischsprachigen Raum seid oder im deutschsprachigen Raum. Ich finde es total bekloppt, aber ist ja egal. Ihr wisst, was ich damit meine. Diese Farbe ist in allen beiden Ländern mit allen Varianten serienmäßig. So, wenn ihr jetzt eine Metallic-Mineraleffekt-Lackierung haben wollt, die kostet in Österreich 550 und in Deutschland 590 Euro. Ja, die Zweifarblackierung, wo das Dach halt eine andere Farbe hat, nennen wir es mal so, die gibt es nur in Deutschland und kostet bei allen Varianten 600 Euro Aufpreis. So, kommen wir zum Glasschiebedach. Das gibt es auch in beiden Ländern, also in Österreich und in Deutschland. Das kostet aber in Österreich 700 Euro Aufpreis und in Deutschland 600. Kommen wir jetzt zum Ladekabel vom Typ 2. Das ist in Österreich serienmäßig mit dabei. In Deutschland kostet es in der Trendvariante 389 Euro und ist serienmäßig ab Style, also bei Style und Premium mit dabei. So, kommen wir jetzt zu den Sitzen. Die Stoffsitze gibt es nur in Deutschland in der Trendvariante. Dann gibt es Stoffleder. Die sind serienmäßig in Österreich bei Level 5 und in Deutschland bei dem Style-Paket. So, Ledersitze in Schwarz kosten in Österreich schon wieder Aufpreis, nämlich 1.500 Euro, währenddessen sie bei der Premium-Variante in Deutschland serienmäßig sind. Wahlweise gibt es jetzt noch für 1.500 Euro in Österreich, beziehungsweise serienmäßig zur Wahl zur Verfügung steht noch eine Ledersitzkombination in Blau-Grau, die ich ehrlich gesagt auf den Bildern schon gesehen habe und ich finde sie rattenscharf. Also gefällt mir besser wie das ewige Schwarz, was man immer so um sich rum hat.
Da muss ich mir ganz einfach sagen, das finde ich gut. Das Armaturenbrett ist da auch dunkler gehalten. Es gibt ja so von den Kia Soul EV-Fahrern, wurde ja bemängelt, oder auch von den ersten Nissan Leaf 1, die Japan Leafs, die halt die helle Innenausstattung hatten. Da wurde halt bemängelt, dass das Armaturenbrett zu hell ist und sich permanent in der Scheibe reflektiert. Ja, diese Variante mit der blaugrauen Innenausstattung gibt es übrigens in der Farbkombination Galactic Grey, Child White, Ceramic Blue und Dark Knight. Da ist es nur lieferbar oder wählbar halt mit den blaugrauen Sitzen. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich, wo ich mich gerade versprochen hatte. Jetzt kommen wir nämlich mal zum Preisvergleich. Den Kia Soul EV Deutschland, Österreich bzw. Österreich, Deutschland und mal wieder eine kleine Pause. Ja, und da bin ich auch schon wieder und weiter geht es mit den Vergleichen, Preisvergleichen zwischen dem Kia oder des Kia Soul EV in der österreichischen und in der deutschen Variante. Ich hätte jetzt noch aus Holland, aus Schweden, aus sonst wo irgendwo die Preise mit hernehmen können. Ich finde aber die beiden jetzt gerade mal etwas interessanter zu vergleichen, weil in der holländischen Variante wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil die da andere Ausstattung teilweise haben. Und diese beiden konnte man recht gut miteinander vergleichen, die österreichische und die deutsche Variante. Insofern bleibe ich mal dabei. Blende euch wieder die Tabelle hier ein. Hier sehen wir halt die österreichische Variante. Die Ausstattungspakete heißen da halt, oder vielmehr Ausstattungsvarianten heißen AC bzw. ACDC, was halt eine Anspielung auf den Ladeanschluss ist. Also AC ist Typ 1 und DC ist Schademo, nicht Typ 2, Entschuldigung, ist Schademo. Und die große Variante hat halt den Typ 1 und den CHAdeMO-Stecker drin. Vergleichen kann man das bei uns mit Plug and Play. Da gibt es halt diese beiden Varianten und da sieht es auch so aus mit den Anschlüssen. Ja, fangen wir mal mit den Preisen an. Die AC-Variante in Österreich 33.290 Euro. Die Plug-Variante wäre so das Gegenstück dazu 29.490. Also da ist schon mal ein erheblicher Preisunterschied von knapp 4.000 Euro drin.
Ja, gehen wir weiter. Die AC/DC-Variante oder auch AC/DC genannt, kostet in Österreich 35.690 Euro und in Deutschland sage und schreibe 31.390 Euro. Jetzt geht es ja noch weiter. Also ihr braucht noch nicht ganz umzufallen. Das relativiert sich gleich noch ein Stückchen. Nehmen wir nämlich mal die Lackierung. Die kostet in Österreich 500 Euro. Welche? Naja, Lackierung halt. Lackierung kostet in Österreich 500 Euro. In Deutschland ist es egal, welche Lackierung ihr haben wollt, die ist hier serienmäßig. So, das Komfortpaket gibt es in Österreich nur für die AC/DC-Variante und in Deutschland für die Play-Variante, also für die jeweils höhere Ausstattungsvariante. Kostet in Österreich 1.500 Euro und in Deutschland 1.400 Euro. Jetzt kommen wir zu dem Highlight, was ich persönlich sehr gut finde. Und ich kenne da noch einen Tesla-Fahrer, der steht da voll drauf, nämlich Panorama-Glas-Schiebedach. Das ist ja ein Top-Slider, wo das vordere Teil wie beim Tesla Model S hochfährt und also außen auf dem Dach nach hinten gleitet, sodass der Innenraum von der Höhe erhalten bleibt. Insofern finde ich das recht gut. Und beim Kia Soul EV im Gegensatz ist der Vorteil im Gegensatz zum Model S beispielsweise, dass es da noch so eine Jalousie gibt, die man vorfahren kann. Dann hat man im Winter auch nicht so die ganze Kälte gleich auf der Birne drauf. Kommen wir jetzt zum Preis, beziehungsweise wo gibt es das Schiebedach? Es gibt es nur in der deutschen Variante und dann nur in der Play-Ausstattung und da auch nur mit Einfarblackierung. Also es dürfen keine Zweifarblackierungen sein. Also da ist dann halt die Beschränkung und es kostet 990 Euro Aufpreis. Ladekabel ist in beiden Varianten in Österreich serienmäßig und kostet in beiden Varianten in Deutschland 357 Euro und 23. So, kommen wir zum Lader AC/DC. Nein, jetzt sind wir erstmal beim AC-Lader mit 6,6 Kilowatt Ladeleistung. Da haben wir den serienmäßig in allen vier Varianten, also den beiden deutschen und den beiden österreichischen. Der DC-Lader CHAdeMO ist jeweils nur in der höheren Ausstattungsvariante, also AC/DC bzw. Play lieferbar. Ladekabel habe ich hier schon erwähnt, in Österreich serienmäßig, in Deutschland aufpreispflichtig. Jetzt kommt etwas Interessantes und da muss man ganz genau hinhören. Kommen wir erstmal zur Heizung, die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist in beiden Varianten oder in beiden Ländern, also Österreich und Deutschland, jeweils nur in der höheren Ausstattung serienmäßig. Das heißt AC/DC bzw. Play-Variante. Jetzt kommt der interessante Unterschied, nämlich die Batterieheizung wiederum. Gibt es in Österreich in beiden Varianten serienmäßig, in Deutschland nur in der Play-Variante. So, die Batteriekapazität ist überall gleich mit 30 Kilowattstunden. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, wo jemand, den ich auch persönlich kenne, jetzt wahrscheinlich sehr traurig sein wird, weil er meinte, das gibt es nur in der norwegischen Variante. Nein, ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden. Nicht nur in Norwegen gibt es hinten eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern, sondern auch serienmäßig in der AC/DC-Variante in Österreich. Also wenn ihr unbedingt dieses Luxusaccessoire der hinteren Sitzreihe haben wollt, solltet ihr euch entweder eine norwegische oder aber eine österreichische Variante zulegen. Ja, und ich glaube, ich bin schon fast durch. Ja, ich bin auch durch. Genau, das habe ich jetzt hier schon alles gehabt. Da war ich auch, genau. Ja, damit bin ich jetzt am Ende. Wobei eine Geschichte fällt mir gerade noch auf. Die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die finde ich aber noch ganz interessant und wichtig. Es wurde immer so bemängelt von wegen Kofferraum. Das Volumen habe ich vorhin unterschlagen, das habt ihr aber mit Sicherheit schon selbst gelesen. Das will ich nur mal ganz kurz erwähnen. Kofferraumvolumen beim Kia Soul bei der jetzigen Variante sind 281 bis 891 Liter Fassungsvermögen. Beim Kia e-Niro sind es 451 bzw. 1450 Liter. Beim Hyundai Kona 332 bzw. 1114. Ja, jetzt bin ich aber wirklich am Ende, sowohl als auch, also mit diesem Thema hier zumindest.
Ja, wie immer am Ende, ihr dürft diesen Kanal gerne abonnieren. Das könnt ihr dann da unten machen. Da ist ein Abonnier-Button. Wenn ihr da nochmal aufs Glöckchen drückt, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und ihr könnt mir da unten auch noch einen Daumen rauf da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und empfiehlt diesen Kanal gerne weiter. Und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin einen schönen Tag, schönen Abend oder wie auch immer, schönes Wochenende, wann ihr auch immer diesen Film hier seht. Bis dann. Tschüssi.